Und damit gehen wir an die Börse in New York zu meinem Kollegen, zu Manuel Koch. Ja, Manuel, das Empire State Building, das Symbol für New York, ist an die Börse gegangen. Wie der Anfangspreis war ja so an der unteren Spanne. Wie ist der erste Kurs dann jetzt gewesen? Melanie, einen schönen guten Morgen. Ja, ganz genau. Es war ja eine Spanne zwischen 13 und 15 Dollar mal anvisiert worden. Dann lag man jetzt bei 13 Dollar. Und wir sehen, die Aktie steht momentan bei 13,24 Dollar. Also ein Plus von 1,9%. Und das ist für einen Börsengang dann eher eine Enttäuschung. Wir haben heute Morgen auch zwei andere Börsengänge gesehen. Und da sind die Aktien bis zu 20% ins Plus gegangen. Da kann man dann auch von einem erfolgreichen Gang aufs Parkett sprechen. Aber hier, die Verhandlungen waren auch lange und zäh. Es hat über 25 Minuten gedauert, bis wir den ersten Preis hier hatten. Und das ist schon besonders lang. Und daran konnte man eigentlich auch schon ablesen, dass da irgendwelche Probleme sind, dass vielleicht das Interesse auch nicht ganz so groß war. Nun also das Empire State Building und andere Gebäude des Empire State Realty Trust an der Börse. Man hat etwa 930 Millionen Dollar damit eingenommen und hatte eigentlich mehr erwartet, über 1 Milliarde, wollte die Familie, die dem das Empire State Building gehört, damit einnehmen. Nun ja, also vielleicht hat die Aktie ja dann in den kommenden Wochen noch ein paar Aufstiegschancen. Ist die Plattform denn eigentlich offen, muss man ja mal fragen, oder ist die geschlossen? Kann man da drauf aufs Empire State Building momentan? Ich glaube, da es sich um ein privates Gebäude handelt, kann man da drauf, aber... Aber ja, die Freiheitsstatue, die hier auch nicht weit von der Börse ist, die ist geschlossen und da kommt man momentan nicht hin. Und das liegt dann am Shutdown des Governments und man wird sich in Washington auch weiterhin nicht einig. Nun hatten ja die Republikaner gestern so eine Teilmöglichkeit in Erwägung gezogen, dass man einzelne Teile des Budgets schon mal verabschiedet. Aber da lehnen die Demokraten diesen Vorschlag ab. Man sagt, wir machen kein Stückchen für Stückchen, wir wollen einen ganzen Haushalt. Und das wird sich sicher noch ein bisschen weiterziehen. Die Gespräche sind da verstockt und wenn wir auf den Markt schauen, der geht heute dann auch doch wieder ins Minus, 0,7%, 15.089 Zähler aktuell beim Dow Jones, die Nasdaq 0,5% im Minus, ganz knapp unter der 3.800-Punkte-Marke. Wir haben heute Morgen auch schon Konjunkturdaten gesehen, so kam die Zahl der Hypothekenanträge, die ist um 0,4% gesunken in der vergangenen Woche und noch viel wichtiger, der ADP-Arbeitsmarktbericht, nur 166.000 neue Stellen im September von diesem privaten Unternehmen ermittelt. Das heißt eigentlich viel zu wenig für den Arbeitsmarkt. Das heißt aber auch wieder umgekehrt für die Fed, dass sie vermutlich ihre expansive Geldpolitik noch ein wenig weiter fortsetzen wird. Denn diese Daten sind zu schlecht für eine stabile und langfristige gute Entwicklung des Arbeitsmarktes. Werden wir am Freitag die Arbeitsmarktdaten bekommen? Gab es da schon irgendwelche Neuigkeiten? Es ist ja die Frage, ob wir sie jetzt sehen werden am kommenden Freitag, denn das Arbeitsministerium ist ja momentan dicht. Das könnte sein, also dass da keine Zahlen kommen. Müssen wir mal abwarten. Wenn sich nun die Politiker in Washington heute oder morgen einigen sollten, dann bekommen wir sie. Ansonsten kann es sein, dass wir eben für diesen Monat erstmal noch keine Daten bekommen. Aber schauen wir vielleicht noch auf andere Tagesmeldungen. Wir haben auch wieder mal Wells Fargo im Fokus. Dort haben New Yorker Aufsichtsbehörden die Bank im Visier. Es könnte zu einer Klage kommen. Da geht es wieder um Milliarden im Hypothekengeschäft. Also das könnte auch Wells Fargo zukommen. Melanie, Sie haben es auch gerade schon angesprochen. BlackBerry steht auch weiter vor Problemen. Die Restrukturierungskosten könnten viermal so hoch sein wie erwartet, bis zu 400 Millionen Dollar. Und wir schauen außerdem noch auf Star-Investor Warren Buffett. Der steigt nun größer bei Goldman Sachs ein. Er wird etwa 3% halten. Das sind etwa 13 Millionen Aktien. Und für alle Modeliebhaber, Marc Jacobs verlässt vermutlich Louis Vuitton und könnte demnächst dann bald sein eigenes Unternehmen an die Börse bringen. Dann sage ich Manuel Koch erstmal vielen Dank nach New York. Wir hören uns dann später nochmal wieder, wenn es bei uns halt eben das Tagesfazit gibt. Und das ist das Morgen.